So, da geht's weiter bei Final Fantasy X nach der 3:0-Klatsche im Blitzball aus dem letzten Teil. Naja, die Dinge laufen jetzt aber auch nicht wirklich besser nach dem Spiel, weil, wie ihr seht, Monster im Stadion. Was soll das? Naja, was soll man schon dagegen groß machen, außer sie eiskalt zu töten? Was wir dann auch prompt mal tun. Und ich weiß, dass Walker hier zu schwach ist, um einen One-Hit zu schaffen, aber er hatte gerade einen Volltreffer, deswegen hat er es geschafft. Deswegen, dass manchmal ein bisschen umständlich ist. Tidus schafft's locker. Egal mit welchem Schlag. So, und wir dürfen uns jetzt erstmal den Weg da durchbahnen. Bis zum Ende, anderen Ende des Stadions, um aus dem, oder dem Spielfeld, sagen wir mal, um da rauszukommen. So, aber normalerweise müsste Walker, ja, überleben die Gegner noch knapp bei ihm. Was ein bisschen blöd ist, weil dann müssen wir mit Walker jeden Gegner zweimal angreifen. Das zögert sich dann so ein bisschen hinaus. Und Tidus hat fast seine Ekstaseleiste voll. Die füllt sich immer, wenn wir getroffen werden. Es gibt später allerdings noch andere Arten, wie man sie füllen kann. Das muss man aber erst erlernen. Momentan heißt diese Fähigkeit, die wir dann haben, aber Askese. Und das heißt, die füllt sich nur dadurch, dass wir Schaden nehmen. Ja, später gibt es dann halt noch andere Varianten. Dann gibt es auch noch eine, die ich dann auch bevorzugt bei allen anwende, sofern sie können. So, und dann ist der Ekstase voll, aber die werde ich natürlich nicht für solche billigen Gegner verschwenden. Wo sind wir denn hier? So. Kommen noch neue? Ja. Einer noch. Okay. Aber Walker hat den schon vorbearbeitet. Das heißt, der wird sterben. Zack. Und der wird sowieso sterben durch Tidus Hand. Und wir können weiter. Hoffe ich mal. Obwohl. Ah, okay. Okay, ich glaube nur noch der Kampf und dann werden wir auch aus dem Spielfeld wieder raus. So. Und mich nervt es echt, dass Walker die nicht beim ersten Mal tötet. So wie Tidus. Zack. Naja, dafür hat Walker mehr HP. Wie man gerade sieht, weil Tidus schon im gelben Bereich ist. Was vielleicht nicht so ideal ist, aber okay. Kann ich mit leben. So. Und natürlich kommen noch neue nach, als ob es das war. Direkt drei Stück, natürlich. Au. Gut, dann wird Walker Tidus gleich mal heilen. Da Walker ja eh nicht so viel reißen kann. So. Auf Tidus. Mal so eine schöne Potion. Vielen Dank. Aua. Ach, hat ja echt was gebracht. Ja, jetzt greifen sie wieder alle Tidus an. Mann, 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 Mann. Und tot. Aber es kommen natürlich noch welche. Da sieht man daran, dass es der letzte Kampf ist hier auf dem Spielfeld, weil, naja, sie wollen es nicht gerade einfach machen, auch wenn es das eigentlich ist. So, du heilst Tidus aber bitte nochmal. Tidus kümmert sich dann weiter um die Gegner. Was vielleicht sowieso besser ist. Okay, Walker darf auch nochmal, gut. Dann macht Walker halt auch nochmal einen Angriff. Auch wenn es nicht wirklich was bringt. Tidus ja hingegen schon. Ha, daneben. Und nochmal daneben. Sehr schön. Manchmal hat man so Phasen oder so Runden, wo die Gegner einfach nicht treffen. Und das finde ich echt geil. Allerdings gibt es auch Phasen, wo ihr einfach nicht trefft. Das finde ich dann eher weniger geil. So, der ist auch tot. Ein Gegner bleibt noch, der uns dann auch natürlich nochmal trifft, aber jetzt auch den Löffel abgibt. So, ich glaube, das war's für hier. Aber der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Mann, oh Mann, ist der cool. Da ist er wieder, der Auron, den wir am Anfang des Spiels kennengelernt haben. Und der ist einer meiner Lieblingscharaktere, weil, seht euch das an, BÄM, tot. Genau deswegen.
Mr. Oren! So, you do know him? Yeah, best guardian there ever was. Und weil das Spiel so nett ist, hat es direkt mal mein Dream Team zusammengestellt. Das ist nämlich eigentlich das bevorzugte Team, was ich immer benutze. Tidus, Auron und Walker. Das sind die drei, die ich hauptsächlich beim Kämpfen verwende, weil es ist einfach, ja. Tidus ist der schnellste von denen. Walker kümmert sich meistens um die fliegenden Viecher, also ist der geschickteste. Und Auron ist der stärkste. Okay, ja. Und wir kämpfen jetzt wieder gegen so ein großes Flugvieh, was wir auch mal direkt erblinden. Weil dann erleiden wir keinen Schaden. Außer durch die Schockwelle. Da kann es... Okay. Ja, manchmal kann es auch sein, dass die Schockwelle dann trotzdem noch einen eurer Leute trifft. Aber wir hatten gerade Glück und es hat keinen getroffen. So. Ja, Auron ist zwar nicht der größte Redner, also er redet eigentlich schon... Im Gegensatz zu Kimari zum Beispiel redet er relativ viel. Aber dafür ist er einfach stark und haut rein. Der wird auch lange Zeit der Stärkste im Team sein, von der Angriffskraft her. Obwohl Kimari ist eigentlich auch ziemlich stark von der Angriffskraft. Bei ihm hapert es allerdings, glaube ich, an der Durchschlagskraft. Ich meine, die kann man bei den Waffen dann später auch noch einstellen, aber... Naja, ich kämpfe lieber mit Auron als mit Kimari. Daneben. Das Vieh ist immer noch blind. Das hält sich echt lange. Manchmal hält sich das nämlich nur voll kurz. Zack. Ist er jetzt noch blind oder nicht mehr? Jetzt nicht mehr, ist klar. Gut, dann machen wir jetzt halt nochmal einen Blindhieb. Wir haben ja jetzt mehr MP, wir können das ja jetzt mehr als zweimal machen, wie am Anfang. Da war das ja noch nicht so. So, und bam, das war's. Sehr schön. Und jetzt kommt gleich einer meiner Lieblings-Zwischensequenzen. Freut euch drauf. So, wir kriegen jetzt LP, Walker hat ein Level-Up und wir haben wieder Kraftsphäride. Schön. Hey, give me a break! Eine schöne Zwischensequenz, was? Ja, jetzt wird mir wieder angeboten, bis hierhin zu speichern, was ich dann, glaube ich, auch machen werde. Und ja, ich werde den Teil dann auch erstmal hier beenden. Ich weiß, ich hätte eigentlich noch ein bisschen Zeit, aber jetzt kommen im nächsten Teil erstmal wirklich ja, ein bisschen Gelaber, um die Story wieder voranzubringen, weil wir wollen ja auch wissen, woher jetzt Auron kommt und was er durchgemacht hat und überhaupt. Und erfahren sogar eines der größten Geheimnisse des Spiels. Und ja, deswegen wäre es blöd, wenn ich dann mittendrin schneiden müsste. Deswegen nehme ich mir lieber einen ganzen Teil Zeit dafür und werde jetzt hier speichern. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil von God of War, wollte ich schon sagen, von Final Fantasy X wieder. Also bis dann, ciao.